ausgecheckt und nehmen euch jetzt mit zu unserer zweiten Unterkunft hier in Sri Lanka. Zweite Unterkunft. Es ist immer noch in Mirisa Beach, aber es ist weiter südlich? Nee. Weiter nördlich. Weiter nördlich. Let's go. Okay, ganz kleiner, süßer Raum. Nichts so super special. Hallo. Aber sehr sauber. Kleines Badezimmer. Das ist alles sehr üblich für Sri Lanka. Und 3 Nächte für 2 Personen, 50 Euro. Und das Schöne ist, der Balkon. Okay. Das sind die süßesten Bananas ever. Und zwar nicht nur, weil sie so süß aussehen, sondern weil sie auch sehr süß schmecken. Ganz anderer Taste als in Deutschland. Besteht, dass unsere Koffer gerade hier sind. Wir haben vorhin mit dem Driver telefoniert. Die Verbindung war ein bisschen schwierig, auch die Kommunikation untereinander. Und eigentlich wollte er nochmal anrufen. Er hatte unser Gepäck schon in seinem Auto. Unser Ding hier ist ziemlich abgelegen, also auch die Tuk-Tuk-Driver finden es immer nicht. Und wir wurden nicht nochmal angerufen. Aber nach der Uhrzeit entweder ist es jetzt hier oder wir sind fucked up und der Flughafen ruft uns an und sagt, wir konnten sie nicht finden. Sorry. Fingers crossed. Ah. Ocean Lovers, wie ihr gesehen habt, ist unser Gepäck leider immer noch nicht angekommen. Aber da wir uns davon nicht entmutigen lassen, gehen wir nun zum Secret Beach. Mit unserem Scooter, der heute Morgen schon fertig sein sollte, der aber nicht fertig war, weil leider kein Sprit am Start war. Einige Tankstellen sind wirklich immer noch nicht komplett flüssig. Hier gibt es auch noch Power Cuts in Sri Lanka. Also die gehen meistens 1 Stunde lang. Manchmal auch in manchen Regionen mehr. Gibt es jetzt aber auch schon seit Jahren und diesmal sind sie verhältnismäßig kurz. Generell die größeren Restaurants, Hotels etc. haben mit Generatoren aufgerüstet, sodass man das als Gast gar nicht merkt. Wir merken das jetzt schon, weil wir ja eher so in kleinen Sachen sind. Ist aber nicht schlimm, also du hast halt einfach 1 Stunde. Meist von 17 bis 18 Uhr. Ja. Und es gibt auch so offizielle Timetables, richtig, wo du gucken kannst, in welcher Area es war in der Power Cut. Also man merkt halt schon noch ein bisschen hier, dass hier einfach was abging. Aber, ist halt auch aber okay, fühlt sich davon richtig beeinträchtigt? Nein, das ist ja sowieso, wenn du, also klar kannst du daraus jetzt ein Ding machen und sagen, oh mein Gott, ich komme mein Handy nicht laden. Oder du kannst auch einfach chillen und sagen, krass, ist halt hier so. Wir sind jetzt auf dem Weg zum Secret Beach. Okay, der Weg zum Secret Beach ist auf jeden Fall richtig abenteuerlich. Also für meine Verhältnisse und ich weiß, da ist einiges abenteuerlich. Ist ausgeschildert. Überall gucken nach so, also wenn ihr bei Google Maps eingibt, Secret Beach, okay, und dann seid ihr erstmal kurz verwirrt, wir waren zumindest. Und dann sind so ganz kleine weiße Schilder da und die zeigen euch den Weg. Und dann findet man auch nicht oben schon einen Parkplatz suchen, du kannst wirklich bis hier unten fahren und hier parken. Wir waren jetzt jedenfalls auch auf dem Weg zu einem Local Restaurant, was uns empfohlen worden ist. Komplett vegan, all over the place and sounds to be litty. Guys, welcome zum Welle Restaurant. Wir sind hier in einem Haus, was über 260 Jahre alt ist. Der Koch und Inhaber sagt uns halt gerade, es ist das Ur-Ur-Ur-Großvaterhaus. Und unsere Karten sehen halt ungefähr so aus. Alles noch heute Morgen, glaube ich, per Hand geschrieben. Und wir gehen jetzt mal auf die Reise. Wir stellen uns auch darauf ein, dass es jetzt halt ungefähr 1,5 Stunden dauern wird, bis das Essen kommt. Also take your time in Sri Lanka, like the people say. Side Fact über David. Er sucht sich immer Musikboxen überall, wo wir sind und verbindet sich dann auch einfach damit. Weswegen wir immer gute Vibes haben und auch immer die eigenen Vibes. Also wir erinnern uns, wir sind jetzt gerade hier mitten im Homestay in einem Restaurant. Okay, der erste Bisse von deinem. Geschmacklich schon probiert. Ich bin sehr gespannt, weil ich gesagt habe, dass es nichts weiß. Ich habe nochmal nachgefragt, nein.
Okay, frisch, lecker. Nicht spicy. Im Abgang so ein bisschen. Und fast ein bisschen Salz fehlen. Okay. Mhm. Aber sehr frisch und also so richtige Hausmannskost, würde ich jetzt sagen. Also es ist 0 Uhr und der Driver, der uns das Gepäck bringen soll, der findet unsere Road nicht und kann auch kein Englisch sprechen und ist irgendwie auch ganz aufgeregt und schreit die ganze Zeit am Telefon und unser Hausmensch schläft schon und das Tor war abgeschlossen von unserem Gasthaus, was auch bedeutet, dass wir eben am Tor vorbeiklettern mussten. Jetzt gehen wir zur Main Road und hoffen, dass wir den Dude einfach finden, damit wir unser Gepäck kriegen. Side Fact, die Driver hier können keine digitalen Karten lesen. We don't know, aber wir haben es jetzt auch schon öfters gehört. Läuft einfach nicht, wenn du denen das auf WhatsApp zeigst oder Google Maps oder so, ist nicht deren Genie Zone. David ist ein bisschen sehr genervt. Fand er gar nicht lustig. Naja, sie haben uns jetzt gefunden. Morgen, Ocean Lovers. What happened? Okay, frag mich, worauf ich mich am meisten freue. Worauf freust du dich eigentlich am meisten aus deinem Koffer? Schön, dass du fragst. Ich freue mich am meisten auf ein paar Schuhe, weil ich hier nur so einen Blick-Billig-Flip-Flops gefunden habe und die haben mir alles so dieses Fleisch zwischen den Zähnen zerschifft. Ich freue mich auf meine Kontaktlinsen, weil ich hatte nur noch Wasserkontaktlinsen. Und ich freue mich auf einen frischen Schlüpper und auch auf mein Waschzeug und so. Ja. Alles befindet sich hier in dem Koffer. Der Shoutout geht raus an Katja. Oh, mein kleiner Backpack. Aber da sind nur Schlüpfer drin. Größtenteils und Bikinis. Okay, wir schauen. Hi. Hallo guys, wir sind gerade in unser Lieblingscafé gegangen. Unser Lieblingscafé hatte das beste Internet hier. Und heute haben wir den Valentinstag. Das heißt, wir sitzen hier gerade zusammen und planen unsere Helm. Weitere Reise. Woche. Wir waren jetzt zum ersten Mal im Indischen Ozean, das war richtig schön, das Wetter ist richtig warm, das Wasser ist auch richtig warm. Wir haben unser Gepäck wieder und morgen verlassen wir den Beach und fahren Richtung Landesinnere. Zu einer Safari. Genau, und zwar warum wir uns für diese Safari entschieden haben, was wichtig ist, weil in Sri Lanka gibt es viele verschiedene Safari-Orte und was wir da genau machen, das erfährst du im nächsten Vlog. Also like und subscribe, bleib dran, danke, dass es dich gibt. Wie mache ich das Ding hier jetzt aus? Den Apparat. Ah, der nächste Vlog. Ah, Leute.